Domian, das 1 Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu unserer letzten Sendewoche in diesem Jahr. Schön, dass ihr da seid. Wir haben Montagnacht, eine Freitemennacht. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder faxen 0800 220 5051 oder mailen unter domian@wdr.de. Wer ist die Erste? Wer ist der Erste? Nee, die Erste. Claudia, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Claudia. Hallo. Oh, ich bin sehr aufgeregt. Aber du hast ein Strahlen in dem Guten Morgen sagen. Daraus ja, aber nur, weil ich sehr aufgeregt bin. Und was geht's denn bei dir? Also mein Problem ist, dass ich eine Brustasymmetrie habe. Eine Brustasymmetrie? Ja. Das heißt im Klartext, der eine ist kleiner als der andere. Ja. Oder größer als der andere. Ja, und das ist ein sehr großer Unterschied. Wie groß? Ja, dass die rechte Brust Körbchengröße A hat. Ja. Und die linke Brust hat eine Körbchengröße B bis C. Oh, das ist ja schon ein erheblicher Unterschied. Ja, und das ist ja nicht nur eine Volumensache, sondern auch die Form ist anders. Nämlich? Wie beschreibt man die Form? Also der Arzt sagte, dass die rechte Brust sehr schön ist, dass die auch straff ist und so, und die linke Brust, die hängt runter und ist überhaupt nicht straff. Das beschreibt wahrscheinlich nicht nur der Arzt, sondern das empfindest du auch so. Ja, ich finde das selber auch so. Ja. Das war natürlich von Anfang an, nach der Pubertät so? Nee, das ist mit dem 14. Lebensjahr hatte die rechte Brust aufzuwachsen. Ja, ach so. Ja, und ich habe halt eben die ganzen Jahre noch in der Pubertät Hoffnung gehabt, dass sich was ändert. Ach so, verstehe. Aber das war nicht so und ich schäme mich sehr dafür. Ich wollte gerade sagen, da hat man wahrscheinlich als Frau den Megakomplex. Ja, habe ich auch. Ja, das heißt so schwimmen gehen, Sauna, nee, kommt gar nicht in Frage. Und sowas oder gar oben ohne irgendwie am See liegen, ist nicht. Nee, ist gar nicht, kommt doch gar nicht in Frage. Ich kann auch nur Push-Ups-BH anziehen. Ja. Sonst würde das sofort durchs Oberteil auffallen. Ja. Und so. 18 Jahre bist du alt. Ja. Wie viele Freunde hattest du schon? Noch gar keinen. Noch gar keinen? Nein. Deshalb? Ja, ich schäme mich sehr dafür und es wissen auch nur zwei Leute, also mein Vater unter anderem, aber der weiß das auch erst seit 3-4 Wochen oder noch kürzer. Und deine Mutter? Nee, ich habe mit meiner Mutter keinen Kontakt. Ach so, du lebst doch bei deinem Vater. Ja, ich lebe mit meinem Vater zusammen. Ja. Ja, und ein Arzt offensichtlich, ne? Ja, also ich war bei mehreren Frauenärzten. Ja. Und die sagten alle, ja, das wäre schwachsinnig und ich sollte doch die Pille nehmen, dadurch würde die andere Brust dann wachsen. Wie bitte? Das habe ich auch nicht gehört. Ja, und dann fand ich das sehr schwachsinnig, weil wenn ich die Pille nehme und die Brust würde wachsen, dann würden beide Brüste wachsen. So würde mein Laienverstand mir das auch sagen. Aber die Frauenärzte haben tatsächlich gesagt, dass dann die eine Brust nachwächst quasi, ja, und sich reguliert oder... Also ist mir ein bisschen auch eher unverständlich. Ja, ich fand das auch sehr komisch und ich sagte dann auch, dass ich einen Attest haben möchte für den Schwimmunterricht, für die Schule und so. Ja. Und die sagte, nee, hol dir ein BH mit durchsichtigen Trägern und zieh den unterm Badeanzug an und so. Mhm. Aber ich habe das nicht gemacht. Also ich habe mir mal selber beim Hausarzt-Attest geholt und habe gesagt, ja, ich kann jetzt nicht mitmachen und so. Ja. Gibt es eine gute Freundin, eine Busenfreundin im wahrsten Sinne des Wortes, mit der du das schon mal besprichst und ihr das auch vielleicht schon mal gezeigt hast? Also gezeigt habe ich es bisher noch gar keinem, außer einem chirurgischen Arzt und meiner Frauenärztin. Ja? Ja, aber ich habe eine Freundin, mit der rede ich halt eben darüber. Ja. Hey, was heißt chirurgischer Arzt? Weißt du, ist das ein schöner, ein plastischer Chirurg? Ja, also ich gucke mir jede Dokumentationsserie im Fernsehen an darüber und ich habe im Internet ein bisschen recherchiert und habe mich dann bei einer Klinik, habe dann meine Adresse und so hinterlassen und die schicken mir immer Post. Ach so. Und unter anderem machen die alle 3 Monate so ein Beratungsgespräch. Ja. Ja, und ich bin da jetzt im September, nee, Oktober bin ich da hingegangen. Und was hat er gesagt? Und er sagte auch, man sieht einen deutlichen Unterschied und er würde das operieren. Mhm. Also davon gehe ich mal aus, dass man einen deutlichen Unterschied sieht. Dafür müssen wir nicht zum Chirurgen gehen. Ne? Das ist ja völlig klar. Klar, aber als ich da war und habe mit ihm darüber gesprochen, er guckte auch die ganze Zeit auf meine Brust drauf und so nach dem Motto, was erzählt die mir da, man sieht gar nichts. Weil du noch nicht ausgezogen warst? Ja, und weil ich ja immer diese Push-Ups mehr anziehe und so. Ja, weil ich musste ihm das ja dann zeigen. Natürlich, also chirurgisch wäre das möglich, sagt er. Ja. Und wie teuer wäre das?
Also zusammengerechnet würde das über 6.000 Euro kosten. Stange Geld, ne? Ja. Stange Geld. Aber ich kann das sehr gut verstehen. Wenn jemand sagt, wenn jemand so sehr unter einer körperlichen Ungleichheit, ist das ja in diesem Fall, leidet, und wenn man das chirurgisch lösen kann, warum soll man es dann nicht machen? Ich finde es wirklich völlig nachvollziehbar. Und wenn du mit deinen 18 Jahren deshalb auch noch keinen Freund hattest, weil du dich schämst, irgendwann dich da auszuziehen oder dich streicheln zu lassen an der Brust, finde ich das völlig nachvollziehbar. Jetzt ist natürlich die große Frage, wer würde das zahlen, wenn das gemacht wird? Ja, also der Chirurg sagte auch bei der Krankenkasse, die würden das nicht übernehmen, weil ich ja äußerlich keine Schmerzen daran habe. Ja, aber du hast aber psychische Probleme. Ja, und er sagte, wenn, dann sollte ich einen Psychologen aufsuchen. Ja. Aber so würde die Krankenkasse nichts übernehmen, es wäre sehr, sehr schwer. Ja. Wenn, dann hätte ich das vor ein paar Jahren machen können. Naja gut, da warst du ja noch viel jünger. Ja. Also da gibt es ja schon Mittel und Wege, das zu versuchen, ob die Krankenkasse, wenn das nachgewiesen ist, dass es zu einer schweren seelischen Belastung führt, so etwas, dann gibt es schon so Fälle, dass die Krankenkassen das übernehmen. Würde ich gleich auch noch vorschlagen, dass du mit meinem Psychologen noch ein bisschen weiter redest. Ja. Der kann dir da vielleicht noch ein paar Tipps geben, wie man sich da, an wen man sich wendet und wie das alles geht, wie man das einleitet. Okay, danke. Aber dein Anliegen, dein großer Wunsch ist schon, das machen zu lassen, ne? Also das ist mein größter Wunsch. Dein großer Wunsch? Ja. Und die Vorstellung, wenn es denn passiert wäre und du hättest zwei gleich aussehende Brüste, wäre wie ein neues Leben wahrscheinlich, oder? Ja. Ja. Also es ist sehr komisch, egal wo ich hingehe und egal welches Mädchen oder welche Frau mir beim Weg läuft, der erste Blick geht auf die Brust. Ja, ja klar, weil das ist dein Problemfeld und dann vergleichst du das bei anderen Frauen. Ne? Ja. Ja. Claudia, also ich fände es nachvollziehbar und verständlich, wenn du das machen lassen würdest. Ja. Und ich wünsche dir, dass du irgendeinen Weg findest und ein paar Tipps vielleicht noch von meinem Psychologen von Johannes. Ja, danke schön. Okay, alles Liebe und alles Gute. Eine super Sendung machst du. Dankeschön. Danke tschüss, auch. Tschüss, Claudia. Tschüss. So, meine Lieben, heute Abend freie Themennacht. Ich mache schon mal einen Hinweis auf nächste Woche. Nicht auf nächste Woche, seht ihr, auf nächste Woche. Nein, für nächsten Mittwoch, also kommende Mittwoch, übermorgen. Da haben wir ein Thema und das Thema heißt Nacht. Ich möchte gerne mit euch über die Nacht reden, was alles so in der Nacht schon passiert ist, was ihr mit Nacht verbindet, was für Nachtgeschichten ihr so in eurer Erinnerung habt. Dies aber nur als Hinweis für übermorgen. Freie Themennacht heute, Klaas ist hier. Klaas ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Klaas. Das ist aber ein eher seltener Name, ne? Ja, ist relativ selten. Schön, gefällt mir. Ja. Schöner Name. Und was geht's bei dir? Und zwar, meine Frau, mit der ich zwei Kinder habe, hat mir vor 4 Monaten gesagt, dass sie unsere Nachbarn liebt und will mich also jetzt inzwischen wieder haben, ist aber schwanger von ihm. Moment, jetzt eins von dem anderen. Ihr habt zwei Kinder. Seit wie lange verheiratet? Wir sind seit 2 Jahren verheiratet, aber seit 10 Jahren zusammen, fest zusammen. Oh, das heißt also eine richtige Jugend, Kinder, Ehe, Freundschaft, Liebe. Ja, quasi, also wir haben uns sehr früh kennengelernt. Ja. Und ist deine Freundin, deine Frau auch so alt wie du? Die ist ein halbes Jahr älter als ich. Ja, also mit 16 ungefähr kennengelernt? Ja, ja, nö, kennengelernt schon vorher. Aber ja. Ist es deine erste Frau und das erste Mädchen überhaupt, was du gehabt hast? Nein, das erste nicht, aber es ist schon die erste richtig große Beziehung halt. Okay, also ganz lange Beziehung, 2 Kinder. Ja. 2 Jahre verheiratet und sie hat ein Verhältnis mit dem Nachbarn. Genau, vor 4 Monaten angefangen. Vor 4 Monaten angefangen? Ja. Ja. Wann hast du davon erfahren? Ja, also das war, wie gesagt, vor 4 Monaten und Hat sie es dir gebeichtet oder bist du denen auf die Schliche gekommen oder wie? Nee, sie hat mir nachts einen Zettel neben das Bett gelegt. Wo das halt aufstand und wie bitte? Deine Frau legt dir nachts einen Zettel neben das Bett, hey Klaas, ich habe ein Verhältnis mit unserem Nachbarn. Ja. Wie bitte? Ja, genau. Wie bitte? Ja. Was ist das denn? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ist sie noch bei Sinnen? Das habe ich mich auch gefragt. Wieder, bist du morgens aufgewacht? Nee, ich bin nachts noch aufgewacht, als sie dann rausgegangen ist. Da ist sie dann rübergegangen in die andere Wohnung? Ja. Ich fasse es nicht. Das so, ging mir ganz genau. Jetzt liest du diesen Zettel und da bricht eine Welt zusammen. Ja, absolut. Weil du das überhaupt nicht geahnt hast? Nee. Null? Null, gar nichts. In keinster Weise. Und zwischen unsere Ehe top in Ordnung. Ja. Jetzt ist die rübergegangen. Ich spiele gerade mal so die Nacht durch. Jetzt ist sie rübergegangen in die andere Wohnung. Und was hast du da gemacht?
Ja, ich bin hinterher. Ja, das hoffe ich. Und dann? Ich habe gesagt, das kann doch alles nur ein schlechter Witz sein. Das heißt, die haben aufgemacht? Ja, also das war damals noch ein bisschen warm und die standen draußen auf der Terrasse oder waren draußen auf der Terrasse. Ach so. Mhm. Und ich sage, das kann doch nur ein schlechter Witz sein. Mhm. Nee, es wäre ganz ernst. Ja. Das Ganze läuft jetzt 4 Monate. Ja. Wie läuft das denn? Haben die wirklich einen kontinuierlichen Kontakt miteinander? Ja, das ist alles schon viel weiter gewesen. Also die sind zusammen in unsere Wohnung eingezogen. Und wo bist du? Wo warst du? Ich bin dann erstmal zu meiner Mutter gegangen, weil ich wusste überhaupt nicht, wohin und was und wie. Also ich war völlig fertig. Das heißt ja, wenn die in eure Wohnung einziehen, was ja schon ein Unding ist. Was schon unglaublich ist, finde ich. Aber gut, lass uns erstmal da stehen. Heißt das ja, dass das eine sehr enge Verbindung ist, dass sie wirklich in den verknallt ist, verliebt ist, dass sie ihn liebt. Ja, ja, die haben das gleich alles richtig zusammen aufgebaut und unsere Wohnung dann übernommen und. Ist er solo oder hat er auch eine Frau? Er hatte bis ein paar Tage vorher eine Frau gehabt. Jetzt ist sie, das heißt, deine Frau ist jetzt von ihm schwanger. Ja. Wo bist denn du im Moment? Bei der Mama noch oder wieder zurück in der Wohnung? Nee, ich habe mir inzwischen eine eigene Wohnung gesucht. Mhm. Nun klingt der Fall ja so, dass ich fast jetzt so den Eindruck habe, die Sache ist sehr traurig, aber eigentlich ist da nichts mehr zu machen. Das ist alles eingetütet, alles kaputt. Oder hast du irgendwie eine Hoffnung, dass sich da noch was für euch Gutes entwickeln könnte? Ja, also sie will mich ja inzwischen wiederhaben. Das hat sie mir ja gesagt. Und das große Problem für mich ist jetzt, einerseits würde ich es natürlich schon ganz gerne. Halt, bevor wir es weiter vertiefen. Sie will dich wiederhaben. Sie will mich wiederhaben. Hat sie sich von dem anderen inzwischen getrennt? Sie hat sich inzwischen jetzt von dem anderen wieder getrennt. Aha, und der ist auch aus eurer Wohnung wieder raus. Ja, das läuft jetzt alles noch. Also die haben jetzt gekündigt, alle beide, und das ist alles noch im Gange. So. Ach, die gesamte Wohnung wird aufgelöst, oder ja, was? Ja, ja. Mhm. Aber sie ist schwanger. In welchem Monat ist sie schwanger? Sie ist jetzt im 3. oder 4. Ja. Hat sich für das Kind entschieden. Ja. Ja. Also verwickelte Geschichte, verrückte Geschichte, sehr schmerzliche Geschichte für dich und verletzend. Und jetzt will sie dich wieder haben. Warum will sie dich wieder haben plötzlich? Ja, weil sie, also sie hat zu mir gesagt damals, ihr haben bestimmte Dinge gefehlt, die ich ihr nicht gegeben habe und die hat er ihr gegeben. Also, ach so. Sprich Aufmerksamkeit. Und Sie hat aber jetzt in der Zeit gemerkt, dass es ihr an Aufmerksamkeit, was von ihm gekommen ist, doch viel zu viel geworden ist. Nach dem Motto, den Alten, sprich Klaas, werfen wir raus, den betrügen wir und bescheißen wir so richtig an Strich und Faden. Da hole ich mir den anderen, probiere den aus. Das behagt der Dame nicht so sehr und jetzt will sie dich wieder haben. Jetzt mal ganz böse, von der bösen Seite interpretiert. Ja, von der bösen Seite her schon, ja. Mhm. Absolut. Was empfindest du für sie? Ja, ich bin da halt so zwiegespalten, weil, die Zeit mit ihr, die war wirklich super. Mhm. Und wir haben auch viel Scheiße miteinander durchgemacht. Nur in dem Moment, wo sie mir diesen Zettel geschrieben hat, oder ab dem Moment, habe ich sie einfach nicht mehr wiedererkannt. Sie war eine völlig andere Person. Ja, weil es ja auch ein ungeheurer Vertrauensbruch ist. Ja, Reaktionen, die von ihr danach kamen, in Gesprächen, die ich versucht habe zu führen. Wir unterstreichen nochmal, ihr habt auch zwei Kinder, ne? Ja. Das macht das Ganze ja noch komplizierter. Ja. Wie ist denn dein Gefühl zu ihr? Würdest du, ich lege es dir mal nicht vor, das Beispiel. Wie ist das Gefühl zu ihr? Ja, wie gesagt, zwiegespalten. Einerseits, würde ich es ganz gerne wiederhaben wollen. Andererseits hätte ich Angst, dass sowas wieder passiert. Verstehe. Weil ich es bei diesem letzten Mal da eben auch nicht gemerkt habe. Ich habe nichts kommen merken. Ja, da ist eine ganze Menge kaputt gegangen. Ja, absolut. Und irgendwie hat es schon so den Beigeschmack, wie ich es gerade vielleicht überspitzt auch ausgedrückt habe, nachdem das jetzt nicht so geklappt hat mit dem Neuen, können wir den Alten wieder nehmen. Ja, irgendwo schon. So, ja, irgendwie so ein bisschen. Ne? Muss vielleicht nicht sein, vielleicht tun wir ja auch Unrecht, aber man, also menschlich wäre das, dass man so ein Gefühl hat. Ne? Ja, absolut. Mhm. Was heißt denn zurückkommen für Sie? Wie meinst du das jetzt? Ja, sie will dich wieder haben. Was bedeutet das? Will sie es wieder mit dir so alles genauso weitermachen wie früher, auch wieder zusammen wohnen oder was? Ja, am Anfang hatte ich das Gefühl schon. Mhm. Und da habe ich aber zu ihr klipp und klar gesagt, ich will das nicht wieder haben. Wenn ich
das nochmal versuche, dann müssen wir nochmal von ganz von null anfangen. So. Weil irgendwas muss ja vorher nicht gestimmt haben. So, und das finde ich einen verdammt klugen Ansatz, Klaas. Es neu zu beginnen, von unten anzufangen. Nicht anzuknüpfen an das, was da war. Ja. Sondern es, und das würde für mich auch bedeuten, das wäre meine Auffassung, das auch sehr vorsichtig anzugehen. Das heißt im Klartext, jetzt ganz praktisch gesehen, erstmal keine gemeinsame Wohnung. Ja, das will ich auch so weitermachen, das steht für mich schon fest. Genau, das finde ich gut. Dann spricht ja gar nichts dagegen, wenn du das emotional kannst, wenn die Verletzung nicht so groß ist, aber das kannst du ja, hast du gerade gesagt, dass man sich da versucht, irgendwie neu anzunähern, vielleicht einen neuen Weg zu finden. Das kann auch ruhig eine gewisse Zeit dauern, das kann auch ein Jahr dauern, vielleicht sogar 2 Jahre dauern. Ja. Das ist eine Chance für euch eventuell nochmal und es ist allemal gut für die Kinder. Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, wegen der Kinder, da haben wir immer versucht, als Eltern sozusagen uns noch zusammenzuraufen, ja, sag ich mal. Aber so. Hast du ja noch ein anderes Problem. Sie ist schwanger und jetzt wird ein drittes Kind dazukommen, was nicht von dir ist. Ganz genau. Und das ist auch mein Bedenken. Falls wir nochmal wieder eine Beziehung eingehen, dass ich dieses Kind irgendwo, ja, sag ich mal, das erinnert mich ja immer an diese ganze Geschichte. Ja, es könnte aber durchaus auch sein, solche Geschichten gibt es ja auch immer wieder, dass Männer auch dann ein solches Kind genauso annehmen, wenn die Beziehung wirklich dann stimmt, wie das eigene Kind. Deshalb finde ich, nochmal gesagt, diese Idee und die Richtung sehr richtig, die du gesagt hast, euch gemeinsam anzunähern. Aber was ich auch ganz wichtig finde, Klaas, ist rauszubekommen und zu klären, warum es dazu gekommen ist. Ja, da muss ja eine Unzufriedenheit bei ihr gewesen sein. Irgendwas muss da ja nicht gestimmt haben. Ganz genau, das ist ja auch mein Anliegen. Und deswegen haben wir jetzt auch angefangen, also wir sind jetzt dreimal bei einer Ehe- und Lebensberatung gewesen. Ja, ihr macht ja alles wunderbar, es ist ja alles richtig. Und führen da also Gespräche, weil natürlich ist es für mich wichtig herauszufinden, warum das Ganze passiert ist. Also ich würde sagen, einfach weiter so gehen. Der Weg ist richtig, den ihr oder den du eingeschlagen hast. Und sie muss schon eine ganze Menge gut machen, wir. Ja. Sie hat sehr viel Schuld da auf dem Rücken, finde ich. Ja. Und es ist interessant rauszubekommen, und da hast du vielleicht auch Schuld, warum es zu dem Bruch gekommen ist. Ja, klar, natürlich. Ja. Klaas, ich finde alles gut, wie ihr es jetzt eingefädelt habt und wünsche euch von Herzen alles Glück, dass es vielleicht dann doch wieder zu einer Beziehung und einer guten Beziehung kommt. Ja, wollen wir es mal hoffen. Alles Liebe. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 22 050 50, das ist eine kostenfreie Telefonnummer für euch. Muss ich immer wieder sagen. Laura, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Laura. Erstmal vorab, ich versuche seit 6 Jahren oder so, Nein. Seit es die Sendung gibt, ne? Wirklich? Seit 6 Jahren versuchst du? Wahnsinn. Du versuchst seit 6 Jahren hier reinzukommen? Ja. Das ist ja unglaublich. Finde ich auch. Das ist ja wirklich unglaublich. Ich kann es doch selber kaum glauben, dass ich endlich da bin. Da warst du ja damals erstmal gerade zarte 13. Richtig. Mann, so lange bist du uns treu. Ja. Aber dann war damals wahrscheinlich eine ganz andere Problemlage als heute. Es sind oder andere Themen. Andauernd andere Themen, wo ich denke, jetzt müsste es sein. Also ein großer Tag heute. Ja, diesmal ist es einfach nur witzig, weil ich wollte das Thema von Deike aufgreifen, von Donnerstag. Ja, das müssen wir, von Freitag war das, ne? Freitag? Gut, kann auch sein. Deike? Okay, von Deike, du kannst dich erinnern, ne? Ja, natürlich. Ich habe eine Post von unserer Zuschauerin Deike aus, ich glaube, Hannover, ne, war es, vorgelesen. Kann gut sein, ja. Und Deike thematisierte den Fleischpenis und den Blutpenis. Und wie die Frauen so sind, wollte sie gern noch mehr Informationen haben. Ja, ich habe da eine die eindeutigen Erfahrungen gemacht. Pass auf, ehe du deine Erfahrung sagst, sage ich nochmal die Fragestellung für die Leute, die Freitag nicht zugeschaut haben. Genau. Also Deike sagt, es gibt Männer mit Fleischpenis, die sind von Natur aus, sehen die groß aus im unirrigierten Zustand, werden aber nicht sehr groß, wenn sie irrigieren. Und es gibt den Blutpenis, die sehen relativ klein aus im scharfen Zustand und können aber so richtig doll was darstellen hinterher. Und sie möchte gerne wissen, ob man einem Mann das von außen ansehen kann, so im Leben, angezogen, ob er zur Fleischfraktion gehört oder zur Blutfraktion. Ne? So war's. Mhm. Und ich habe das ganze Wochenende gegrübelt und habe gedacht, was ist denn nur mit den Frauen los, dass die das alles genau wissen wollen? Und ich lag im Bett und hab gelacht. So, Laura, ich bin gespannt. Genau, also ich habe die eindeutige Erfahrung gemacht. Ja? Erstmal rein von der Größe. Ja. Also wirklich große Männer habe ich noch nie
gesehen mit wirklich unirrigiert kleinem Penis. Ha, ich ja. Das kann gut sein. Ich hatte ja. Also ich denke, man kann sowieso nicht alles pauschalisieren. Nee, aber ne? Da hast das du recht. Ja. Mhm. Und dann habe ich sehr eindeutig festgestellt, dass so Männer, die wirklich dazu neigen, sehr, sehr, sehr dünn zu sein, ja? haben ein sehr großes, fast schon unangenehm großes Ding. Ach, wir wollen es ja nicht Ding nennen. Nein, ich mag diese ganzen Wörter nicht. Ja gut, jetzt sind wir ja bei der Größe. Also die dünnen, hageren Männer. Die, genau. Die großen, hageren Männer ja. haben nach deiner Auffassung nach einen großen Penis. Genau, vor allem halt... Das heißt ein Fleischpenis. Wie Deike es genannt hat, ein Fleischpenis. Ach. Aha. Und, Das heißt, du suchst dir gezielt die großen, dünnen Männer aus? Nee, um Gottes Willen, genau das Gegenteil. Also kleine, die nicht unbedingt größer sind als ich, so 1,70 bis 1,75. Ja. Ich bin 1,70 und Maximum ist 1,75. Ja. Und wenn die dann noch dazu neigen, ein wenig dicker zu sein von Natur aus. Ja. Also jetzt nicht irgendwie übermäßig oder so. Dann? Sondern nur so ein kleines Bäuchlein, sind die eigentlich immer perfekt gewesen. Ach, sind die perfekt. Ja, ist das dann die Fleisch oder die Blut? Nee, das ist dann die Blutfraktion. Die Blutfraktion, ja. Die... Es ist aber auch nur im Verhältnis. Aber ja. Unirrigiert zu irrigiert sehr viel größer. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass es dann irrigiert sonst hier den Rahmen sprengt. Ist dir denn generell ein... Ja, aber das ist ja ein bisschen seltsam. Das heißt, der Blutpenis ja. Kann ja doch schon sehr groß werden. Ja. Ne? Das heißt, das ist dir auch schon recht. Ja, nur nicht eben zu sehr, auf keinen Fall. Weil die würden niemals an diese extreme Größe der Fleischfraktion rankommen. Nein, das ist kompliziert. Die Fleischfraktion ist ja unter Umständen irrigiert nicht so groß. Also die schrumpft nicht. Ja, irrigiert ist es dann nicht so sehr groß. Ja gut, sehr, sehr groß nicht. Ich habe so den Eindruck bei Deike gehabt, dass Deike verschreckt ist von dem Fleischpenis. Ich auch. Nee? Definitiv, ja. Ich auch. Ja. Und ich habe so hin und her gerissen zwischen Penisneid und Penisangst. Naja. Kann gut sein. Naja, ja. Vielleicht nicht genau ja, so. Ja. Ja. Und ich hatte mal eine sehr unangenehme Erfahrung. Mensch, du bist 19. Wie viel Erfahrung hast du schon gemacht? Das klingt ja so, als hättest du schon eine ganze Menge Männer gehabt. Naja, so ein bisschen, ne? Wie viel? Sag's uns. Ich habe letztens mal aus Spaß gezählt. Ich meine, es geht noch. Da gibt es sehr viel schlimmere Frauen in meinem Alter. Ich will die Zahl jetzt wissen. 23. So viel für 19? Ist verdammt viel für 19. Mann! Rechne das mal auf, wenn du erst mal 70 bist. Wie viel da zusammenkommen wird. Ich mache das ja nicht mit Absicht, das war Zufall. Ach so, ich verstehe. Also ich freue mich auch über jede längere feste Partnerschaft, so ist es nicht. Ist schon eine gute Leistung. Da kannst du einiges vergleichen, das glaube ich schon, ja. Ja, definitiv. Und aber wie du gerade gesagt hast, kann man das nicht so verallgemeinern. Ja, komplett pauschalisieren, das geht ja, glaube ich, nie. Aber so Richtungen kann man sagen. Finde ich schon. Ach, ich habe eine Mail bekommen am Wochenende noch von einem Zuschauer oder einer Zuschauerin, ich weiß nicht. Aha. Ich habe die These aufgestellt am Freitag, dass die Hände etwas aussagen über das Geschlechtsteil des Mannes. Und die Mail, der Schreiber, schreibt, das ist sehr richtig, weil das gleiche Gen dafür zuständig sei. Aha. Ich gebe es mal einfach weiter. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Interessant. Ich habe dummerweise viel zu selten auf die Hände geachtet. Ja. Ich habe einfach darauf geachtet, ob sie sauber sind oder nicht. Mir ist nur... Und hätte das nie kombiniert. Mir fällt immer wieder auf, dass Frauen total auf die Hände von Klavierspielern stehen. Und somit wird mir jetzt vieles klar. Ja, das sind also die können ja nur alles mit ihren Händen machen. Ich weiß ja nicht. Ja, Laura. Ein kurzer Satz noch, was bitte. Mir eben... in diesem Fleischbereich einfällt. Da hatte ich eine sehr unangenehme Erfahrung. Mhm. Da war an einem Mann an der Stelle so viel Fleisch dran, der war nicht irrigierbar sozusagen. Ach. Da war zu viel Fleisch dran und kam zu wenig Blut durch sozusagen. Was? Ich hab's nicht hingekriegt. Vielleicht da ging nichts und er selber auch nicht. Ich will dir ja nicht zu nahe treten, vielleicht lag's an dir. Er selber ja auch nicht. Er selber auch nicht. Das ist ja das Problem. Das war auch wirklich extrem. Aber dann war es aber auch ein körperlicher Defekt. Ne? Eigentlich muss es ja funktionieren. Das sah wirklich extrem aus. Also. Ja. Nee. Also was du schon für Erfahrungen hast. Ne? Da können wir alle nur von träumen. Also die Kleinen mit einem Bauchansatz. Die Kleinen mit einem Bauch. Die sind klasse. Da gehen die Jungs alle in die Fitnessbude, sind scharf auf einem Waschbrettbauch und Laura sagt uns, ne, die Kleinen mit dem Bauch, die sind schon gut. Und mittlerweile achte ich da schon... ist das schon unbewusst so, dass die mir außer
automatisch ins Auge springen. Ja, das und dass ist ich dein, die automatisch attraktiv finde. Ist mir klar, das ist dein Jagdmuster. Ja, ja. Ne? Die Kleinen mit Bauch, psch, bist du da, ne? Genau. Ja. So, dann wünsche ich dir demnächst einen kleinen mit Bauch, damit du nicht immer so viel wechseln musst. Den ne? hab ich. Ach, du hast einen. Das ist ja schön. Wie lange schon? Ach, gerade erst 3 Monate. Naja, dann sonst mindestens 3 Jahre werden. Ach, sagen, sagen wir 13 Jahre. Alles Gute. Ja, dir auch. Mensch, in 6 Jahren sprechen wir uns nochmal. Ja, ich ne? hoffe. Tschüss, Laura. Ciao, Domian. Tschüss. Ach, der Björn. 34. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Björn. Erste Björn. Ja, Gott sei Dank bin ich bei dir durchgekommen. War das erste Mal. Ja, ich habe heute einen großen Schock heute Morgen miterleben müssen. Ja. Mein Vater, der hat sich heute Morgen umgebracht im Ehebett neben meiner Mutter. Neben der Mutter? Genau, ja, ist er hingegangen und hat sich sein Schweizer Messer genommen und hat sich das gezielt in die Bauchschlagader reingesetzt. Und die Mutter lag daneben? Die lag daneben, ja, und hat nichts mitgekriegt, weil sie selber schwerhörig ist, hat sie auch dann Hörgeräte ausgehabt und so und hat, also das war so katastrophal. Und der Vater ist quasi dann neben der Mutter im Bett verblutet? Genau, richtig. Bei um wie viel Uhr? Das heißt, der Notarzt sagte, das muss er wohl zwischen 7 und 8 Uhr gemacht haben und wir haben es gemerkt, so um 9:30 so rum. Da kam dann meine Mutter bei mir reingestürmt und sagte, Jan, ruf mal ganz schnell, wir müssen den Notarzt rufen und so. Dann hat deine Mutter auch so lange geschlafen? Ja, ja, hat auch so lange geschlafen. Ja. Normal steht mein Vater mal zuerst auf, macht Frühstück und so weiter. Und dann wohnt ihr alle in einem Haus? Ja. Das ist ja unglaublich. Er war dann natürlich dann schon verstorben. Ja, genau, das heißt, wir haben mal so gerötelt und gerötelt, wir konnten rütteln, was wir wollten. Aber was für eine Brutalität gegen sich selbst auch, oder was für ein Mut auch dahinter steckt, sich selbst genau. Ein Messer in den Bauch zu rammen. Genau, ich habe gesagt, wenn man sowas macht mit Tabletten, aber doch nicht so auf die Art und Weise. Und dann auch noch, was ich dann noch ein bisschen so übel nehme, ist das also dann meiner Mutter und mir diesen Anblick also dann. Was vermutet ihr, was vermutest du als Sohn, warum dein Vater das gemacht hat? Mein Vater war schon seit vielen Jahren krank, hatte Probleme mit der Wirbelsäule, hatte dann Gefäßprobleme auch in den Beinen und so, mit den Klappen und so. Und er ist also immer von Pontius nach Pilatus letztes Jahr getigert und kein Arzt hat sich richtig ausgelassen, was er da gehabt hat. Und wenn da hat er mal bei einem Röntgenarzt einen Termin gehabt und dann hat er wohl irgendwie was entdeckt und dann ist er ganz plötzlich abgehauen, hatte keine Zeit mehr, wollte da nichts mehr sagen, was dann los war. Der Arzt? Der Arzt, genau, ja. Gab es denn jetzt in den letzten Tagen oder Wochen noch eine besondere Diagnose oder hatte er deines Wissens nach sehr große Schmerzen? Das heißt, er war noch letzte Woche beim Arzt, hat gesagt, auch noch, dann hätte er ein gutes Gespräch mit dem Hausarzt gehabt und Tabletten hätte er voll bekommen. Aber jetzt hat meine Mutter das mal kontrolliert, hat er von diesen Tabletten überhaupt nichts mehr genommen, praktisch also nur ganz wenig. Da ging das aber mit Sicherheit auch einher mit einer großen seelischen Krise. Ja, er hatte Depressionen auch ganz groß und bei mir war noch das Problem, weil ich bin Glaukompatient, hatte dieses Jahr auch wieder Probleme. Was bist du für ein Patient? Glaukom, grüner Star. Meine beiden Sehnerven sind zu 90% zerstört, beziehungsweise im einen Auge ist gar nichts mehr. Und ich muss nächstes Jahr auch wieder operiert werden, weil jetzt die Folge der graue Star ist. Bei dir, mit deinen 34 Jahren? Ja, genau. Mhm. Das ist also mit 23 das erste Mal aufgetaucht, ganz plötzlich. Aber du hast dennoch so eine so starke Sehkraft, dass du den Vater heute noch gesehen hast? Ich habe ihn sehen können, also mit dem Blut habe ich zuerst nicht so sehen können, weil, wie gesagt, durch den grauen Star ist das auch noch alles ein bisschen dann verschwommen jetzt und dann... Also von der Krankheitsbeschreibung deines Vaters, soweit das jetzt gerade in den paar Minuten möglich war, ist es eigentlich nicht so nachvollziehbar, dass er das getan hat. Deswegen sagte ich das, dass er vermutlich auch schwere seelische Probleme hatte. Er hatte Depressionen, das ging einher und dann war es auch mal gewesen in Mitte November. Der muss er wohl mal gegenüber seiner Orthopädin geäußert haben, dass er das nicht mehr lange mitmacht. Und da hat meine Mutter ihn auch dahin gefahren mal. Und da hat er sich gewundert, dass er schon im Zimmer saß. Und da hat die Orthopädin ihn dann mal zur Seite genommen, also meine Mutter dann zur Seite genommen und hat dann ihm gesagt, was mein Vater ihr gesagt hat. Und die wollte ihn dann eigentlich dann auch schon in die Landesklinik einweisen, aber bei meinem Vater. Beim, bitte? Was hat er gesagt? Das heißt, die Orthopädin hat gesagt, die wollte ihn eigentlich in eine Landesklinik einweisen. Ja, ja, aufgrund einer Aussage von ihm. Was hat er gesagt? Genau, er hat gesagt, dass er wohl da schon Andeutungen gemacht hat, dass er das nicht mehr lange mitmacht, aber er ist selber schon in psychiatrischer Behandlung, aber genutzt hat es wohl nicht mehr. Hat er denn, weißt du das, ob er in den letzten Wochen sehr, ich habe es gerade schon mal gefragt, sehr starke Schmerzen hatte? Weiß ja, man das? Das ist, also, das
ist, also da hat sich dann immer an dieser Bauchschlagader festgehalten und so zwischendurch und dann ist er dann immerhin getigert und so. Und da kam noch hinzu, er hatte noch Darmverschlüsse mehrere gehabt und da hat er letztes Jahr dann 10 Tage auf Intensiv gelegen und das hat ihn sehr traumatisiert und hatte jetzt sehr große Angst, dass das wiederkommen würde, weil er wieder Probleme da hatte. Also und ich merke schon, dass er schon sehr schwer erkrankt war, dass da ganz viele Erkrankungen zusammenkamen. Mhm. Gibt es denn, ist das heute Morgen passiert, dass der Vater... Ja. Rammt sich ein Messer in den Bauch, neben der Mutter, die schläft. Ist heute Morgen erst passiert. Hat er einen Brief hinterlassen, irgendetwas? Nee, das weiß ich vielleicht, aber auch Dings, dass das vielleicht die Kripo war natürlich auch im Hause, dass die das vielleicht sichergestellt haben, das weiß man ja jetzt auch nicht. Dass sie noch nichts gesagt haben, das weiß ich nicht, aber wir haben, bis jetzt haben wir noch nichts gefunden. Wie war dein Verhältnis zu deinem Vater? Also das ist im Laufe des letzten Jahres eigentlich relativ gut geworden. Also so früher war das Verhältnis so lala und jetzt, also praktisch seit Beginn des Jahres, also auch schon vom Ende letzten Jahres her, ist das also sehr, sehr gut geworden, sehr, sehr eng geworden. Auch dann durch, wie ich im Klinikum gelegen habe mit meinen Augen dann, das war also auch dann so eng wie nie zuvor. Ich möchte mal was sagen, es werden sicher viele Leute, die zuhören, werden denken, Mensch, der Björn, da ist sowas Schlimmes heute passiert und er erzählt das so, als hätte er einen kleinen Autounfall mit Blechschaden gehabt. Ich kann mir das vorstellen, dass man so sehr unter Schock steht, es ist ja ein paar Stunden mal gerade erst her, dass man das noch gar nicht so realisiert, was da geschehen ist und dass man deshalb auch vielleicht sehr, sehr aufgedreht ist, dass du sehr aufgedreht bist deshalb. Ja, und dann kommt noch hinzu, ich muss also praktisch irgendwie doch funktionieren, jetzt auch wegen meiner Mutter stark sein. Klar, ja, ja. Und dann ist auch noch meine Sorge, ich weiß nicht, meine Mutter ist eigentlich eine sehr verschlossene Person, wie ich die in professionelle Hilfe kriegen könnte dann. Das ist auch dann das Problem. Wie alt war dein Vater? 62. Und wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter wird nächstes Jahr, so am 13. Januar, 60. Ist sie denn sonst eigentlich gesundheitlich stabil? Oder hat sie hat einen Jaum im Herzen etwas und nimmt dann auch so eine Diabetikerin auch noch. Und wie gesagt, ich muss dann auch noch aufpassen, dass sie dann heute zumindest ein bisschen was gegessen hat. Wie heute Abend ein Brötchen dann mal oder so und dass sie ja nicht unterzuckert und so weiter und so fort. Und sie wollte heute keine Tabletten nehmen, damit sie also nicht zu sehr, also damit der Zucker sowieso nicht zu sehr fällt. Ja. Das heißt, heute hast du den ganzen Tag im Hyperstress gelebt, ne? Ja, und da mussten wir dann natürlich auch das ganze Malheur wegmachen, dann die Matratze und so weiter und den Lattenrost und das durften meine Mutter und ich dann auch noch machen. Ja, und dann hat zum Glück bei uns die Stadt sehr, sehr gut reagiert, dass die heute das sofort noch abgeholt haben, weil das war also dann unsere Hauptsorge irgendwie. Ja. Und die Polizei ist da, die Kriminalpolizei, weil man natürlich ein Verbrechen ausschließen muss. War das denn relativ schnell getan oder das haben die euch... Die waren sehr schnell da und die sind auch zuversichtlich, dass mein Vater morgen von der Staatsanwaltschaft schon freigegeben werden könnte. Ja. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass du so unter Starkstrom stehst quasi den ganzen Tag. Dennoch, jetzt so, wo du das erzählst, auch vielleicht zum ersten Mal auch einem ganz Fremden erzählst, wie fühlst du dich im Moment? Was hast du für Empfindungen? Also momentan ist es also sehr, sehr schwer, irgendwie was zu empfinden. Also ich bin also ziemlich kühl und zittere natürlich auch ein kleines bisschen, aber... Wie gesagt, also Erfindungen kann man jetzt noch gar nicht so richtig, so ein Vakuum im Kopf auch so weiter. Hast du denn selbst auch Familie? Nee. Das heißt, du bist jetzt mit deiner Mutter allein und trägst die Verantwortung und musst jetzt auch alles organisieren, Bestattung und was alles jetzt ansteht. Bestatter macht ja schon einiges, allerdings so Behörden ging und sowas, da bin ich ja auch Fachmann drin, das kann ich also dann auch regeln dann. Hast du denn einen Menschen, einen Freund oder eine Freundin, wo du in den nächsten Tagen, wenn vielleicht etwas mehr Ruhe einkehrt, dass du reden kannst, vielleicht weinen auch kannst und wo du dich mein Kumpel, der wollte vielleicht morgen mal vorbeischauen dann und ich habe auch schon mit einigen Freunden gesprochen heute, telefoniert, weil ich mit irgendwem auch reden musste, weil das... Kann nicht sein, kann das nicht so mich hineinfressen, also das muss irgendwie auch raus. Und ich habe dann auch einen Hausarzt auch heute erreicht, der war auch da. Ja. Und in welchem Zustand ist deine Mutter im Moment? Meine Mutter, die ist also auch, sage ich mal, mit sich schwer einzuschätzen momentan, auch so introvertiert dieser Mensch ist hier. Und sie schläft momentan unten im Wohnzimmer, so, weil ich das auch nicht zugelassen habe, dass sie im Schlafzimmer da jetzt noch momentan schläft. Und ob sie überhaupt noch mal in dem Bett schlafen kann, ist ja auch so eine Frage. Ja, ich habe schon gesagt, sie kriegt dann auch ein neues Bett und so weiter und so fort, dass man versucht hat, das Schlafzimmer dann ein bisschen umzumodeln. Aber das Bild bleibt ihr, das wird natürlich ein Leben lang im Kopf bleiben, das ist klar. Du hast gerade gesagt, du bist so ein bisschen wütend auf den Vater, weil er euch diesen Anblick halt auch angetan hat. Genau. Gibt es auch sonst so jetzt in aller Trauer und Verzweiflung so ein kleines bisschen Zorn auch, dass er das überhaupt von euch gegangen ist, so durch eigene Hand?
Also ich muss also ganz ehrlich sagen, aufgrund der Krankheitsgeschichte, die mein Vater hat und der vielen Psychopharmaka, die er auch schlucken musste, habe ich irgendwie schon mal so mittelfristig, was meinen Vater betrifft, also kein gutes Gefühl gehabt. Also da also irgendwie damit gerechnet. Natürlichen Tod oder halt, aber dass er irgendwie dann, wenn die Schmerzen stark geworden, das dann machen würde. Aber jetzt den Zeitpunkt und die Art und Weise, wie er es gemacht hat, das, nee. Jetzt hast du gerade vorhin im Gespräch gesagt, du weißt auch gar nicht so richtig mit deiner Mutter, wie du das machen sollst, dass sie Hilfe kriegt und so. Deswegen möchte ich dich auf jeden Fall jetzt an meinen Psychologen weiterleiten. Ja. Das heißt, da kannst du auch noch reden und ihr könnt auch gemeinsam beraten, was mit deiner Mama zu machen ist. Ja. Das funktioniert so, du legst auf und mein Psychologe, der heißt Johannes, ruft dich gleich an in den nächsten Minuten. Ja. Ja. Dann wünsche ich dir von Herzen, dass du das alles geregelt bekommst und dass du die Kraft dazu hast und dass du auch dann noch jemanden findest, der mit dem du trauern kannst und den du dich anlehnen wirst können, weil du brauchst ja auch die Kraft wiederum, um deiner Mutter Kraft zu geben. Ja, genau. Lieber Björn, du legst auf und wir rufen gleich wieder an. Ja, danke, Domian. Von Herzen alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Hier ist Regina und Regina ist 24. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Regina. Dein Thema. Also ich habe das Problem, ich habe die Elefantenkrankheit und mir will kein Arzt mehr helfen. Du machst bitte mal den Fernseher ganz leise oder das Radio ganz leise. Ja. Dann haben wir kein Echo im Hintergrund. Ja. Elefantenkrankheit. Da weiß ich drüber, ich sag's mal, was ich weiß, du kannst es doch noch korrigieren oder vervollständigen. Das ist eine sehr schwere Erkrankung, wo die Gliedmaßen der Menschen, sprich die Hände, die Füße, ich glaube auch die Ohren, sehr extrem groß anwachsen und sehr voluminös werden. Stimmt das? Ja, genau. Aber bei mir hat es sich nur so ausgewirkt, dass meine Beine also sehr stark anwachsen. Also die Beine werden ganz dick. Werden sie auch länger? Nein, nicht länger. Ich habe meine normale Größe erreicht. Ich bin nur 1,79 groß, aber meine Beine werden halt nicht länger, sondern sie gehen mehr in eine Breite. Um mir so eine Vorstellung zu machen, was für ein Durchmesser haben die Beine? Also so 35 kann schon breit werden. Oh, das ist viel. 35, ja, so ein DIN A4 Blatt ist 30. Ja, so groß hat meine Beinumfang. Das ist nur das Oberbein, ein Oberbein. Also man kann von den schlanken Personen sagen, 4 von den Beinen gibt mein ein Bein nur. Das ist ja unglaublich. Kann man da überhaupt noch gehen? Oder? Man kann noch laufen, ja. Aber breitbeinig. Ich würde sagen, das reibt, die ganzen Oberschenkel reiben doch aneinander und das entzündet sich doch unter Umständen. Es wird wund. Im Sommer ist es extrem und im Winter, da geht's dann. Aber sie gehen halt auf langsam. Das heißt, die Haut platzt auch noch auf. Die Haut platzt. Mhm. In den Kniekehlen geht schon langsam auf. Das habe ich im Winter sowie auch im Sommer. Was, wenn man da ich habe das noch nie angefühlt, auch noch nicht wirklich gesehen. Ist das Gewebe ganz weich? Also wäre es mit Flüssigkeit gefüllt oder ist es hart, das Gewebe? Das Gewebe ist ganz weich, wie so ein Luftballon. Wenn Sie das mit Wasser füllen, dann kann man so reindrücken und das kommt alles wieder hervor. Also das ist im Endeffekt wie Silikon. Die Füße, sind die normal oder sind die auch dick? Die Füße sind normal. Das geht ab dem Fußgelenk, geht das los und geht bis hoch zu meinen, bis zu den Hüften. Und die Arme sind auch ganz normal? Die Arme sind normal. Und die Hände auch? Obenrum bin ich ganz normal wie jeder andere auch. Es geht ab der Hüfte, geht das abwärts, total in der Breite. Das heißt, die Hüfte ist auch sehr, sehr degeneriert. Ja. Der Po ist auch ganz aufgeschwollen. Und, ja. Und ich versuche halt schon dagegen anzugehen. Ich war schon bei 10 Ärzten und jeder sagt mir, ja, es geht kein Arzt an die Beine dran. Ich habe mich schon im Internet nacherkundigt. Was könnte man denn da machen? Kann man da operieren oder was? Man kann es operieren, aber mir verweigert die Krankenkasse kolossal, das zu bezahlen. Ist das eine Krankheit, die erblich ist? Ja, also mir haben sie gesagt, es ist teil vererbbar und teil ist so gekommen, aber sie wissen halt nicht, woher das kommt, weil ich ihnen mit 3 Jahren schon so eine Breite gegangen bin. Ach, das fing schon als Kind an. Das heißt, du hast eigentlich deshalb auch keine sehr schöne Kindheit und Jugend gehabt? Nee. Wahrscheinlich bist du sehr viel gehänselt worden und konntest viele Dinge nicht tun, die normale Kinder und normale Jugendliche machen. Genau. Also im Endeffekt konnte ich gar nichts machen. Ich habe es versucht, aber es hat nie so geklappt. Und jetzt bist du jetzt bist du 24. Hast du mal eine Ausbildung gemacht? Ich habe eine Ausbildung gemacht als Hauswirtschaftshelferin und ich habe sie auch fertig gekriegt. Aber da kannst du gar nicht arbeiten in dem Beruf. Ich kann da gar nicht mehr arbeiten, aber das akzeptieren viele Behörden nicht.
Das bedeutet, dass du wenig Geld bekommst, oder was? Ich krieg fast überhaupt nichts mehr. Und bist eigentlich Frührentnerin? Habe ich versucht, aber sie lehnen es mir ab. Der Amtsarzt hat gesagt, ich könnte noch arbeiten gehen, teils sitzen und teils stehende Arbeit machen. Mhm. Also sie dulden das halt und sie akzeptieren das halt nicht, dass es diese Krankheit gibt. Also ich will dich jetzt nicht beurteilen, das steht mir gar nicht zu, aber ich frage mal, ging eine sitzende Arbeit nicht, als Telefonistin zum Beispiel, oder irgendetwas, wo man einfach sitzt, tausend Sachen, Büroarbeiten oder so? Ja, das wäre ja schön, aber dadurch, dass ich noch Legasthenikerin bin, so, fällt das auch noch mit dazu und so, es wird dann halt noch schwieriger. Ja, also da kommen andere Sachen auch noch zusammen. Obwohl die eine Ausbildung ist abgeschlossen. Die eine habe ich abgeschlossen, ja. Trotz der Legasthenie. Das hast du hingekriegt. Das habe ich hingekriegt. Mhm. Ich war in so einer Rehabilitationszentrum. So, jetzt sagst du, da sind die Krankenkassen wollen das nicht bezahlen, was man da machen könnte eventuell. Genau. Jetzt sag mir nochmal, das habe ich noch nicht richtig kapiert, was man so an dem ganzen Körper, an den ganzen befallenen Stellen, was man da rein therapeutisch tun könnte. Also ich habe jetzt angefangen mit Lymphdrainagen, Massagen, dass das Wasser abgebaut wird. Es besteht ja nicht nur aus Wasser, es besteht ja auch aus Fettzellen. Aber es sind Eiweißzellen, die immer mehr wuchern. Entschuldigung mal, das muss doch ein normaler Arzt, eine normale Klinik können, und das muss doch eine Krankenkasse bezahlen, wenn jemand so schwer erkrankt ist. Normalerweise schon, das denke ich ja eigentlich auch so. Jeder Arzt sieht das ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich mir das einbilde. Hast du denn das Gefühl, dass du da irgendwie auch nicht in richtigen Händen bist? Ich komme ja einfach verarscht vor bei den ganzen Ärzten. Mhm. So, jetzt wollen wir mal überlegen. Wir können hier keine Langzeithilfe geben, was ich sehr bedauere. Das heißt, ich kann dir niemanden zu dir nach Hause schicken und der dir das hilft, alles irgendwie einzutüten. Das wär natürlich das Beste. Aber ich merke schon, dass du irgendwie Hilfe brauchst, dass du auch so organisatorische Hilfe brauchst. Dass man auch mit dir vielleicht so ein bisschen verfährt nach dem Motto, auch mit der können wir was machen und die kümmert sich nicht viel. Und so wirst du von einem zum anderen geschoben und verschoben. Genau. Ja, das kommt leider Gottes so oft vor. Und da müssen eigentlich Menschen dir zur Seite stehen, die gutes Wissen haben in diesem ganzen Gesundheitsbereich und die genauen Adressen geben und dir zeigen, wie man es macht und so weiter. Mhm. So, wie machen wir das? Gibt es für diese Krankheit, weißt du das, gibt es da Selbsthilfeorganisationen? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. So, deswegen würde ich jetzt sagen, führt das Gespräch mit einem Psychologe weiter. Okay. Und der Johannes hat das Gespräch jetzt hier mitgehört. Mhm. Überlegen, wie wir es schaffen, dir einen Kontakt zu vermitteln, dass dir jemand über einen gewissen Zeitraum einfach zur Seite steht. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste für dich. Mhm. Das würde mich sehr freuen, wenn uns das gelingen würde. Du legst auf, der Johannes ruft dich an. Ja. Ich werde nachher noch mit dem Johannes sprechen und mal hören, was daraus geworden ist. Und was wir tun können, Regina, machen wir. Es ist nicht viel, aber das, was wir tun können, werden wir machen. Aber das ist wenigstens schon mal was. Ich hoffe es, dass es ein bisschen weiterführt. Na klar, ich hoffe es ja auch. Alles Liebe und alles Gute von Herzen. Okay, danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Laura hatten wir schon mal, ja genau. Aber die andere Laura vorhin war 19 und jetzt haben wir eine 23-jährige Laura. Guten Morgen. Ja, hallo, ich bin hier. Du bist da. Laura, und? Um was geht's? Ja, und zwar bei mir geht's darum, dass ich in einer kompletten Abhängigkeit lebe zu meinem Freund. Mhm. Und das ist alles nicht so einfach im Moment. Wie lange bist du mit ihm zusammen? 2 Jahre. Und was heißt komplette Abhängigkeit? Naja, also er kontrolliert mich komplett. Wohnt ihr zusammen? Ja. Mhm. Was heißt, er kontrolliert dich komplett? Naja, also er kontrolliert meine Handyrechnung, er kontrolliert, wo ich hingehe, mit wem ich weggehe. Er sagt mir, wann ich wieder zu Hause sein muss. Er kontrolliert meine Finanzen. Also er kontrolliert auch dein Konto? Ja, also ich habe gar kein eigenes Geld. Achso, er gibt dir Geld, dass du ausgeben darfst. Genau. Taschengeld quasi. Mhm. Wie viel Taschengeld kriegst du? Ja, das ist unterschiedlich. Also ich krieg von meinen Eltern einen gewissen Betrag. Ich studiere im Moment noch und krieg von meinen Eltern einen gewissen Betrag, den er aber kontrolliert. Und das ist, das ist ganz unterschiedlich. Also über das Geld kann ich ihm eigentlich frei verfügen. Ja. Bloß ich muss ihm halt
genau vortragen, was ich mit dem Geld machen möchte, und er entscheidet dann, ob ich das darf oder ob ich das nicht darf. Wenn du alleine, ja, überhaupt darfst du mal alleine mit einer Freundin irgendwo hingehen? Das kommt drauf an. Also eigentlich schon, aber er möchte dann genau wissen, wo ich bin. Ich muss mich dann auch in gewissen regelmäßigen Abständen bei ihm melden. Und er sagt mir dann halt auch genau, wann ich wieder zu Hause sein muss. Wie lange läuft? Wenn ich dann eben zu spät komme, dann... Dann? Naja, dann erwartet mich dafür halt eine Strafe. So. Dann erwartet dich dafür eine Strafe? Mhm. Die wie aussieht? Das kommt drauf an, wie viel ich zu spät bin. Also. Nehmen wir mal an, du bist sehr viel zu spät. Naja, dann werde ich wahrscheinlich ein paar Tage nicht sitzen können. Das heißt, er verprügelt dich? Mhm. Auf dem Po. Mhm. Nicht, ja, oder Ohrfeigen auch. Ich bin ganz, ganz, ganz entsetzt und hin und her gerissen zwischen Empörung und tiefer Betroffenheit, Laura. Du erzählst das so trocken und so normal. Mhm. Und es ist so unvorstellbar und unglaublich, was du da erzählst. War das immer schon so von Anfang an? Ich würde sagen, die Rollenverteilung war von Anfang an klar. Was heißt Rollenverteilung? Naja, dass ich halt die Sklavin bin und er ist der Herr. Ah, jetzt verstehe ich. Mhm. Das ist also eine freiwillige Sache. Ja, ja, das ist eine freiwillige Sache. Ach so, weißt du, was ich die ganze Zeit gedacht habe? Dass er der super Macker ist und Macho und dich quasi wie eine wirkliche Sklavin hält. So ist das auch. Ja, aber... Aber es ist schon, also es war anfangs natürlich schon freiwillig, aber da war es nicht so extrem wie jetzt, und das hat sich halt mit der Zeit gesteigert, ja. Und naja, mittlerweile ist es halt zu einer kompletten psychischen und körperlichen und sexuellen Abhängigkeit. Also, der Einstieg war eine klare SM-Regelung. Mhm. Ne? Eine sexuelle Praktik, SM-Regelung, genau. Du bist, die Rolle ist, du bist die Sklavin, er ist der Herr. Mhm. Mhm. Und dazu habt ihr euch freiwillig entschieden und du hattest auch deinen Spaß dabei, weil es dein Ding ist. Genau. Jetzt aber ist es degeneriert. Nee, also jetzt ist es immer noch voll mein Ding und ich gehe völlig auf in dieser Rolle, so, würde ich sagen. Aber das Problem ist halt, dass er jetzt von mir möchte, dass ich mein Studium aufgebe. Ach so, dazu kommen wir jetzt. Aber alles andere, was du gerade erzählt hast, ist für dich absolut okay. Mhm. Du liebst, absolut okay. Absolut okay. Müssen wir gar nicht uns empören und aufregen und das ist alles für dich im grünen Bereich. Du möchtest so behandelt werden. Ja. Das ist für dich letztendlich auch im weitesten Sinne eine sexuelle Obsession. Ja. Gut. So. Jetzt verlangt er, dass du das Studium abbrichst. Genau. Abbrechen sollst. Was studierst du? Management. Management. Mhm. Das heißt, du hast klare Berufsvorstellungen, möchtest auch irgendwann mal Karriere machen und dein eigenes Ding durchziehen. Darf man als Sklavin überhaupt fragen, warum der Herr eine Entscheidung trifft? Hast du es gefragt? Ja, also natürlich habe ich ihn, ich war natürlich entsetzt im ersten Moment. Also ja, warum will er das? Warum will er, dass du das Studium abbrichst? Um noch mehr Macht über dich zu haben? Genau. Mhm. Aber da ist jetzt der Punkt erreicht, wo du sagst, jetzt habe ich keinen, da hört der Spaß auf für mich. Nein, ist er auch noch nicht. Auch noch nicht? Das ist ja, also er hat mir das halt vor 2 Wochen gesagt und ich bin jetzt erstmal nach Hause gefahren zu meinen Eltern und naja, das ist halt, also ich würde es machen. Mhm. Ich weiß zwar, dass es dann... Aber du rufst mich an deshalb. Ja, und ich höre daraus, dass dieses doch irgendwie so ein Punkt ist, wo ein gewisser Zweifel bei dir ist. Ja, das auf jeden Fall. So kann man es sagen. Die anderen Sachen sind völlig okay, aber hier ist ein gewisser Zweifel. Können wir uns so einigen? Ja, ja. Da, so können wir uns schon. Mhm. Wissen eigentlich deine Eltern das? Wie nein. Also meine Mutter weiß ansatzweise Bescheid, dass ich mich gerne mal vielleicht übers Knie legen lasse oder so, salopp ausgedrückt. Ja. Aber ja. Welche Ausmaße das Ganze angenommen hat, das weiß ich nicht. Also ich bin ja wirklich immer ein großer Befürworter für diese ganzen SM-Geschichten, obwohl es nicht mein Ding ist, aber ich finde es völlig okay, wenn man das macht. Und es kann auch, finde ich, in sehr bizarre Extreme durchaus gehen. Mhm. Aber bei dem, was du jetzt erzählst, habe ich kein gutes Gefühl, Laura, muss ich dir sagen. Mhm. Weil es hier nicht nur einfach ein Spiel und ein Alltagsspiel geht. Sondern hier geht es um deine Zukunft.
hier werden jetzt Dinge vielleicht, werden Weichen gestellt, die sehr schwerlich oder gar nicht mehr vielleicht so veränderbar sind irgendwann. Das heißt, du weißt ja gar nicht mal, wie lange du mit diesem Mann zusammen sein wirst. Ja, das ist nämlich ja genau die Problematik. Also in meiner Vorstellung ist das schon so, dass wir natürlich jetzt für immer zusammenbleiben. Und, gut, aber wie alt ist er? 10 Jahre älter. Na gut, ihr seid erst 2 Jahre zusammen, das kann, wissen wir alle. Kann natürlich, aber ich kann ja nur irgendwie von der momentanen Situation ausgehen und die sagt mir halt irgendwie, dass es gut so ist und dass ich das so möchte und dass ich so leben möchte. Aber ich finde, dass man manche Dinge eben nicht nur auf die momentane Situation bezogen sehen und beurteilen sollte, sondern alles ist okay, was du gesagt hast, alles. Kann man diskutieren, sind viele Leute wahrscheinlich auch anderer Auffassung. Aber hier ist der Punkt erreicht, vor allen Dingen, finde ich, würde ich sehr ernst nehmen, wenn du da einen Hauch von Zweifel hast. Wiegt das bei einer Person, die so gestrickt ist, wie du gestrickt bist, wiegt auch ein Hauch von Zweifel sehr viel, finde ich. Finde ich. Du stehst hinterher. Du bist ja nichts, wenn der dich fallen lässt irgendwann mal. Ja, das ist genau das, worüber ich im Moment auch so nachdenke. Ja. Und so weit darf keine SM-Leidenschaft gehen, dass man das so weit treibt. Ich weiß auch nicht, was in ihm davor geht. Vielleicht ist das bei ihm jetzt auch eine übertriebene Hysterie, in die er da geraten ist. In einen Rausch. Ich weiß es nicht. Das denke ich nicht, nein. Das denke ich auf keinen Fall. Das aber man hat doch auch für einen Sklaven hat man Verantwortung. Lass uns mal auf die Ebene begeben. Ich habe mit einem Herrn gesprochen, der eine ganze Community um sich herum hatte. Und der hatte gesagt, dass ich muss immer auch das Wohl des Sklaven im Auge haben. Und das scheint mir bei deinem Herrn nicht der Fall zu sein. Doch, das denke ich gerade. Also gerade vielleicht nicht, aber das denke ich sehr wohl, dass er da auf jeden Fall... Nein, weil er muss als erfahrener Mensch und Mann muss eben auch einbeziehen, dass diese Beziehung nicht ewig währt. Und dann hängst du irgendwann in der Gosse, unter Umständen, weil du nichts hast. So. Er kann ja genau seine Spielchen und alles genauso weiterführen, wenn du auch deinen Job durchführst. Okay. Wahrscheinlich sagen jetzt viele SMler, mein Gott, der Domi hat gar keine Ahnung. Ist mir aber auch drissial, ob ich da Ahnung habe. Mir sagt mein gesunder Menschenverstand, dass das irgendwie Mist ist, was da läuft bei euch. Zumindest was dieses Studium anbelangt. Ich sehe das nicht so. Also ich sehe das schon, dass das gewisse Grenzen sind, die man dann aber, also die ich für mich zumindest auch aufgeben würde. Also dass ich mein Leben komplett aufgeben würde für diesen Mann. Finde ich Wahnsinn. Da habe ich auch kein Verständnis, dass es irgendeine Sexualität gibt, irgendeine Form der Sexualität, die das verlangt. Es ist auch keine Sexualität mehr. Also ich weiß schon. Nennen wir es wie auch immer, ist egal. Da ist irgendwann wo bleibt deine Achtung, deine Würde? Es ist alles irgendwie, es liegt alles brach. Und das Hauptargument ist ganz einfach, wir müssen gar nicht moralisch argumentieren, sondern ganz pragmatisch. Das Hauptargument ist, wenn diese Beziehung irgendwo kaputt ist und nach allen Wahrscheinlichkeitsregeln menschlichen Zusammenlebens werdet ihr nicht zusammen sein bis an euer Ende, hast du nichts, hast du gar nichts. Das ist eigentlich das schwerwiegendste Argument, Laura. Naja, wie gesagt, das kann ich ja auch nicht widerlegen. Also es ist ja so. Ja. Das ist ja auch das, mit dem ich selber hadere. Ja. Aber momentan würde ich das schon also so machen. Also gut. Ich würde dir dringend empfehlen, das nicht zu machen. Aber du hast ja deshalb auch angerufen, um eine andere Meinung zu hören. Wir müssen uns ja hier auch jetzt nicht einigen. Es geht ja darum, dass du einfach noch vielleicht einen anderen Standpunkt gehört hast. Wobei du ja sonst gar nicht mit anderen Menschen sprechen darfst wahrscheinlich, ne? Mhm. Hast du um Erlaubnis gebeten, hier anzurufen? Nee, das habe ich nicht. Oh. Das ist jetzt natürlich auch eine sehr heikle Situation, falls er das jetzt irgendwie... Das glaube ich. Denke ich nicht, aber falls er das jetzt mitkriegen sollte. Mir sagt das aus, wenn jemand... Du hast ja jetzt einen großen Tabubruch schon begangen, indem du hier angerufen hast. Ne? Das wahrscheinlich würde er dem gar nicht zustimmen. Das sagt sicher nicht. Ja, das sagt mir, dass da jemand ist, dem es schon ziemlich eng ist innerlich und der sehr hin und her gerissen ist. Sagt mir sehr viel. Sagt mir auch, dass das ein ernstzunehmendes Problem ist. So Laura, mehr weiß ich nicht zu sagen. Den Rest musst du für dich alleine entscheiden. Mhm. Ich hoffe, du triffst die für dich richtige Entscheidung. Ja, das hoffe ich auch. Alles Liebe und alles Gute. Alles klar. Wiederhören. Dankeschön. Tschüss.
Sabine, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Sabine. Guten Morgen. Dein Thema. Ja, bei mir geht es darum, dass ich seit einem Jahr eine Beziehung habe und mein Freund, ich sag mal, jedes Mal, wenn wir versuchen wollen, miteinander zu schlafen, geht's nicht, weil er ist eigentlich schon recht schnell fertig immer. Also das geht, es reicht eigentlich schon, wenn er angezogen auf mir liegt, dann ist eigentlich schon vorbei. So erregt ist der junge Freund. Ja, das ist so. Das geht seit einem Jahr so? Das geht seit einem Jahr so. Du Armes. Ja, das ist eigentlich... Da ist ja nicht viel gebacken bei euch mit schöner Sexualität. Nee, nicht so wirklich. Er ist auch, ich sag mal so vom Vorspiel technisch, das war die ersten Monate so, das war auch immer ganz schön gewesen und hat auch gut harmoniert alles, aber wenn es jetzt so weiterging oder ich gesagt habe, naja, möchtest du vielleicht mal weitergehen? Ich war eigentlich so diejenige, die gefragt hat, bist du so weit oder ist das in Ordnung für dich? Wie weit können wir gehen? Und sobald es halt weiterging, dann war, mittlerweile ist es so, dass er schon Angst hat, mich irgendwie zu berühren oder mich anzufassen. Achso, wenn es ein bisschen intensiver wird, dann hat er gleich eine Ejakulation. Ja, genau. Und ist er denn danach dann fix und fertig oder kommt er hoffentlich dann nochmal ein bisschen in Fahrt oder war es das dann? Ja, anfangs kam dann immer, naja, es tut mir leid und ich schäme mich und dann sage ich halt auch mal, mein Gott, und kriegen wir schon irgendwie hin und halb so wild. Und ja, mit der Zeit ist schon irgendwo ein Punkt, was einem fehlt. Irgendwo. Das heißt, ihr habt doch kein einziges Mal richtig miteinander geschlafen? Nee. Kein Mal. Hast du in diesem einen Jahr, hast du denn mal irgendwie manuell bedingt irgendwie einen Orgasmus gekriegt von, durch ihn? Ja, die erste Zeit halt durch dieses Vorspiel mal. Ja. Aber ansonsten, das war's. Ich habe auch schon mal mich in Ruhe versucht, mit ihm hinzusetzen und sagen, Mensch, mir war das auch irgendwie unangenehm, weil ich habe jetzt auch... Wahrscheinlich durch meine Erziehung, ich habe auch nicht so viele Freunde jetzt gehabt, dass ich jetzt großartig da weiß nicht, dass ich da jetzt so einen Wert drauf lege, dass es jetzt muss, aber mit der Zeit fehlt einem das schon. Aber ich finde aber, hallo, wenn man ein Jahr zusammen ist und man hat noch kein Mal miteinander geschlafen und er kommt seit einem Jahr zu früh, ist aber nur wirklich einiges richtig im Argen. Und da trägt er, finde ich, wie du es jetzt geschildert hast, die volle Schuld. Das kann ja schon mal passieren. Es gibt auch Männer, die irgendwie sehr leicht erregbar sind, aber das kann man, wie alt ist er? 23. 23, nur gut. Also das kann man kann ja als Mann sich auch sehr gut trainieren, dass das eben nicht so passiert oder dass es nicht so oft passiert. Und wenn es aber ein ganzes Jahr so passiert, dann denkt er entweder nicht so viel darüber nach, was in dir vorgeht und was für Bedürfnisse du auch hast. Und wahrscheinlich bemüht er sich auch gar nicht so sehr großartig, dass er an sich da was verändert und weg und umtrainiert und anders trainiert. Hast du den Eindruck? Also er ist so, ich sag mal, so von der Persönlichkeit her ist er schon sehr gefühlvoll und dass er halt kuschelt und dass er sehr fürsorglich ist und so, das, was halt so irgendwo dazugehört. Wir führen auch eine Fernbeziehung. Also das ist, er hat auch Schichtdienst. Also umso schlimmer eigentlich. Das heißt, wenn ihr euch da mal seht, dann sollte es ja eigentlich auch schön sein, aber es ist dann eigentlich nicht schön. Nee, ich weiß auch leider nicht. Ich habe auch schon alles probiert. Ich habe so die Anfangszeit, dachte ich, naja, vielleicht liegt es irgendwo am Vorspiel, dass er dann zu irrigiert ist, dass es dann deswegen nicht funktioniert. Und du gehst auch nicht zu heftig ran? Nee, ich hab wirklich... alles versucht, dass ich halt nur ihn machen lasse, dass er merkt, wie weit er geht. Aber er muss doch letztendlich nach einem Jahr auch eine gewisse Unzufriedenheit empfinden. Oder hast du den Eindruck, dass es ihm eher wurscht? Nee, also ich merke das schon. Er mittlerweile steckt er, glaube ich, so ein bisschen den Kopf in den Sand, wo er... So, und das ist schlimm. Und da musst du jetzt wirklich auf den Putz hauen und all deine Warnlämpchen einschalten. Weil das wird mit Sicherheit auf Dauer wird das zu einer Trennung führen können. Einmal die Unzufriedenheit, das ist eine Unzufriedenheit, die du hast. Mhm. Und zum anderen irgendwie auch, wenn du das Gefühl hast, er bemüht sich nicht mal, ist es ja auch nicht sehr schmeichelhaft für dich und das ist letztendlich auch verletzend für dich. Das heißt, es muss ja irgendwie eine Entwicklung stattfinden, von der du dann auch das Gefühl hast, okay, es geht so ein bisschen voran, aber es geht ja gar nicht voran bei euch. Es wird ja eigentlich immer schlimmer, ne? Ja, ich habe ihm auch gesagt, ich habe mal mit einem Bekannten halt darüber geredet und der meinte auch, dass
ich meine, als Frau weiß man ja jetzt nicht ungefähr, wie man das beim Mann irgendwie, wie man das macht am besten, aber... Irmin, ich unterbreche mal, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ich will noch einen Satz sagen und dann rufen wir dich gleich sowieso nochmal an. Wenn der das so alleine nicht hinkriegt, dein Freund, ja, dann rate ich ihm, kannst du sie mir weitergeben, dringend zu einer Sexualtherapie, zu einer Sexualberatung zumindest. So, jetzt legst du auf und wir rufen gleich nochmal an, okay? Gut, danke. Alles Liebe, tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Jens Diegel. Morgen wieder 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.